Willkommen zurück zu Dragon Age Origins. So, wir sind ja hier in diesem merkwürdigen kleinen süßen Lager. Und ja, dann gucken wir uns mal als erstes hier das Zelt an. Du wirfst einen Blick in das Zelt und bist überrascht, wie trocken und behaglich es wirkt. Es ist sauber und leer, ein wirklich angenehmer Ort, um sich etwas Ruhe zu gönnen. Weiter. Das hier stammt nicht von den elfischen Jägern. Wie merkwürdig. Und doch wirkt alles so freundlich. Ich möchte einfach nur hier bleiben. Das ist komisch. Nein, wir dürfen hier nicht schlafen. Wir müssen gehen. Du musst alle deine Kraft aufbringen, um vom Zelt zurückzutreten. Trotz deiner Anstrengungen, ihr zu widerstehen, überkommt dich eine Welle der Müdigkeit. Weiter. So, ja, dann gucken wir uns nun die Feuerstelle an. Du untersuchst die Feuerstelle. Es ist höchstens ein paar Stunden her, dass sich hier jemand darum gekümmert hat. Die Glut zieht dich nahezu hypnotisch an. Weiter. Das Licht dieses Feuers, es ist so hübsch. Dieses Flackern, die angenehme Wärme, so behaglich. Ich wünschte, ich könnte mich einfach hinlegen und... Halt, wir müssen weg davon, sofort. Die Flammen geben plötzlich eine enorme Wärme ab und entzieht dir noch mehr Kraft. Du wendest dich ab und die Kälte kriecht wieder in deine Knochen. Du bist erschöpft. Weiter. So, und dann haben wir ja hier noch die Schlafstelle. Dann gucken wir uns die auch noch an. Sehr schön. Du untersuchst die Schlafstelle. Sie wirkt sauber und warm. Du hast das Gefühl, als hättest du seit Ewigkeiten nicht mehr geschlafen. Es wäre so angenehm, es sich hier gemütlich zu machen und ein bisschen Ruhe zu finden. Weiter. Ich spüre Magie. Sie entzieht mir die Kraft. Wir müssen hier weg, und zwar schnell. Ich spüre es auch. Wir müssen wach bleiben. Du wendest dich von der Schlafstelle ab, wenn auch nur ungern. Die Verlockung des Schlafs ist nahezu übermächtig. Weiter. So, gut, dann haben wir hier das soweit alles untersucht. Dann können wir ja gehen. So.
Als du dich umdrehst, um zu gehen, werden deine Schritte bleiern. Erschöpfung fährt in deine Glieder und du gähnst. Es war eine lange Reise. Man sollte hier eine Pause einlegen. Weiter. Winseln, klagen, klagend und gähnt. Ihr habt recht, es fällt so schwer, klar zu denken. Du kannst dem seltsamen Ruf nicht widerstehen. Gehst zurück zu den Zelten, wo du zusammenbrichst und in einen tiefen Schlaf versinkst. Weiter. Natürlich. So. Die anderen sind jetzt erstmal, ja, ein bisschen tot. Und wir dürfen hier den hohen, höheren Schatten bekämpfen. Greif ihn an, steck ihn ins Gefängnis. Zum Glück ist Wölfchen aktiv. Wie immer. Oh, doch nicht. Okay. So. Dann kannst ihn mal lähmen. So. Und jetzt kannst du das einsetzen. So. Und zack. So. Blockiert, blockiert. Widerstanden. So, dann muss sie jetzt mal, sagen wir mal, hier davon nehmen und darüber gehen. Gleich ist das Gefängnis wieder aktiv. So, aber jetzt hat sie zu wenig Leon, dann hier. So, dann kannst du hier. Gefängnis. So. So. Nach der Zerstörung des Geistes verzieht sich der Nebel. Das Lager hier ist sehr alt und die Überreste der bisherigen Opfer liegen alle da, als würden sie schlafen. Ja. Weiter. Wie lange war dieser Geist wohl schon hier? Und wie viele wurden seine Opfer? Ich darf gar nicht daran denken. Tja, liebe Win. Dann kannst du jetzt auch wieder... Wo haben wir es denn? Ach so, erstmal wieder deaktivieren. Und aktivieren. So, jetzt haben die, genau, jetzt dürfen wir leider eine Runde. Ist alles in Ordnung? Ja, ja, hier geht's gleich auch wieder gut. So, und Hundi hat auch eine Verletzung, also schicken wir kurz Hundi weg.
So. Und Hundi kann wieder kommen. So. So. Gut. Dann dürfte jetzt dem Hundi, unserem Arkeda, genau, geht's auch wieder bestens. So, dann können wir mal hier das Lager richtig aufräumen. Und damit damit Alistair sich beruhigt. So. Mussten wir gerade etwas weglaufen. So, was haben wir denn hier? Daily-Handschuhe. Okay. Und hier haben wir ein Trülein. Mit, ja. Ah, hier haben wir Dalish-Hirsch-Lederhandschuhe, ein Geschenk für unseren Zephyrin. Sind die, weil er ja alles so mit Leder mag. Es ist jetzt nicht direkt einer der wichtigen Geschenke, aber immerhin trotzdem auf jeden Fall was für ihn. So, dann haben wir hier nochmal Handschuhe. Gut, und hier haben wir die Überreste vom Hohen Schatten, der uns Geld einbringt. Fast ein Gold. Und hier haben wir Jade. Gut. Ja, dann haben wir jetzt hier dieses Lager geräumt, sage ich mal. So. Und jetzt haben wir hier noch die große Eiche. So, dann ich werde jetzt schon mal anfangen. Mal sehen, wie lange. Ich habe noch ein bisschen. So. Was für ein Tier verschafft sich hier Raum und steht vor mir, dem alten Baum. Nehmen wir mal überreden. Seht ihr das denn nicht? Ich bin ein Werwolf. Ein Werwolf, sagt ihr? Wie kann das sein? Ich kann den Fluch nicht spüren, nicht in Mark, nicht in Bein. Ist es möglich, dass ihr lügt? Es brächte euch nichts, wenn ihr mich betrügt. In Ordnung. Ich bin ein Mensch. Ah, jetzt weiß ich wieder, wer ihr seid. Ihr habt kurze Leben und verursacht viel Leid. Auf Schritt und Tritt folgt euch der Tod, und was ihr hinterlasst, sind Chaos und Not. Seid willkommen. Es ist wie im Traum. Ich bin die große Eiche, der uralte Baum. Die Welt ist zweifellos voller wundervoller, überraschender Schöpfungen. Jeden Tag begegnen wir etwas, das wir nicht für möglich gehalten hätten. Wow! Die Zeit ist reichlich fortgeschritten. Dürfte ich um einen Gefallen euch bitten? Ich würde gerne mehr über diesen Wald erfahren.
Ich kann nur berichten, was ein Baum hier so sieht. Ich weiß nicht alles, was hier geschieht. Woher kommt der Name Brisilienwald? Das ist der Name der Menschen für dieses Land. Sie haben es nach ihren Wünschen benannt. Sie stahlen es und töteten die alten Elfen. Und als ihnen selbst der Tod drohte, konnte niemand ihnen helfen. Mal sehen, vielleicht kriegen wir ja die noch. So, hier haben einst Elfen gelebt. Die Elfen haben die Samen gepflanzt, den Wald gepflegt und in ihm getanzt. Aber das alles ist so lange her. Nur eines ist sicher. Sie leben nicht mehr. Was ist hier geschehen, dass der Wald so geworden ist? Vielleicht ein Krieg, ich weiß es nicht. Als es geschah, war ich noch im Licht. Doch viel Tod gab es in der Tat. Und die Geister, sie folgten dem Pfad. Die Geister ergriffen Besitz von Toten und Bäumen. Jetzt sind sie alle verrückt, getrennt von den Träumen. Der Wald besaß seinen eigenen Geist ohne Namen. Er war alt, so alt wie die ersten Samen. Vielleicht ist er damals vor Kummer gestorben, oder der Wald war ihm zu sehr verdorben. Vielleicht sind auch die Wehrwölfe schuld. Das könnte sein. Als sie erschienen, verschwand der Geist und der Wald war allein. Das verstehe ich nicht. Ich sage es euch, so klar es nur geht. Anders kann ich es nicht. Ich hoffe, ihr versteht. Gibt es hier irgendetwas Interessantes? Das meiste davon verschlang die Natur. Geblieben sind zerfallene Steine nur. Vielleicht stehen noch einige Ruinen. Mit mehr Wissen kann ich euch leider nicht dienen. Wo kann ich Schattenreißers Lager finden? Im Zentrum des Waldes, sagen die Linden, sei das Lager der Wehrwölfe zu finden. Ich weiß nicht, ob euch dieses Wissen nützt. Ihr könnt nicht dorthin, da der Wald sie beschützt. Warum beschützen die Bäume sie? Vielleicht kontrollieren die Wehrwölfe sie mit Magie? Ich weiß es nicht, aber die Bäume behindern sie nie. Gibt es eine andere Möglichkeit, ins Zentrum des Waldes zu gelangen? Erweist mir den Gefallen, um den ich gebeten habe, und ich werde euch belohnen mit einer mächtigen Gabe. Nur eine einzige Sache bringt mir Verdruss. Es ist nur ein Wunsch, der erfüllt werden muss. Es war eines Morgens. Ich lag noch im Traum. Da wurde meine Eichel geraubt. Ich glaubte es kaum. Und die hättet ihr gerne zurück, richtig? Oder eine Eichel? Eichel?
Alles, was ich habe, ist allein meine Saat. Ohne sie bin ich verloren. Ich weiß keinen Rat. Ich kann sie nicht suchen. Ich bin hier nicht frei. Doch ohne sie ist mein Leben vorbei. Ja, wie bei für jeden Baum. In Ordnung, ich helfe euch. Geht nach Osten und sucht diesen Mann. Tut das, was ich leider nicht kann. Halt. Wir sprechen nochmal an. Meine Eichel ist noch immer verschwunden. Deshalb frage ich euch, habt ihr sie gefunden? Nein, noch nicht. Dann bitte ich euch, setzt eure Suche fort. Sonst siegt das Unrecht hier an diesem Ort. Na gut. Dann eben nicht. So. Beschaffe die Eichel wieder, die der verrückte Einsiedler gestohlen hat. Du bist im Brasilienwald einem freundlichen Waldgeist begegnet, der in merkwürdigen Reimen spricht. Die große Eiche hat behauptet, ein verrückter Einsiedler aus einem anderen Teil des Waldes habe ihre kostbare Eichel gestohlen und dich gebeten, sie wieder zu beschaffen. Ja, gut. Dann, das werden wir dann nach und nach sowieso tun. Gut. Aber leider ist jetzt schon wieder die Zeit um. Ja, speicher du nur. So, und wir werden dann im nächsten Part hier unseren Weg weiterführen. Ihr seht hier schon wieder rote Punkte. Also warten wieder Gegner auf uns. Aber wie gesagt, das im nächsten Part. Schön, dass du dabei warst. Schön wäre es, wenn du auch im nächsten Part dabei sein würdest. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Tag, einen schönen Abend, viel Spaß und bis denn dann. Tschüss!